Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Aber die Erde war verderbt vor Gott und erfüllt mit Frevel. Nein, Gott, der Herr, tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben.